Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, wir haben in der letzten Folge... Hoppala. Zwei Quests angenommen. Einmal müssen wir drei Steinäxte herstellen und einmal müssen wir Bäume fällen. Das Bäume fällen können wir bei uns im Ort machen. Da will ich eh ein Feld machen. Und, noch kann man auf jeden Fall da, wo man möchte, die Bäume fällen. Ist nicht gezwungen, das hier auf einem bestimmten Gebiet zu machen. Ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwann kommt. Wo bist du? Da hinten ist einer. Ach, Edgar. Hier ist die Axt, die du wolltest. So. Vielen Dank. Ich danke vielmals. Von früher kenne ich ein paar Handwerksrezepte und ich werde sie dir zeigen. Okay. Neue Axt. Haben wir abgeschlossen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Bäume müssen wir denn fällen. Auch den Recurve-Bogen müssen wir ja auch noch kaufen. Stimmt. Bäume müssen wir fällen. Das machen wir, wie gesagt, bei uns daheim. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwann kommen wird, dass man ein Gebiet vorgegeben kriegt, wo man die Bäume zu fällen hat. Aber solange das nicht der Fall ist, solange machen wir das mal bei uns daheim. So, das könnte ich auf dem Rückweg. Können wir noch ein bisschen jagen. Hier haben wir noch den Bogen. Vielleicht nicht gerade Hasen, sondern eher Rehe oder sowas. Einfach, dass wir da noch ein paar Skillpunkte kriegen, ne? Ich meine, hier hat es auch Wölfe gegeben. Scheint aber gerade nicht da zu sein. Trinken wir gerade einen Schluck. Bei uns die eine Jägerin bei uns sammelt auch gerade Pilze, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig... Pilze und Breitwegerich, genau. So, jetzt gehen wir mal hier durch. Gucken mal, was wir zu jagen finden. Haben wir ein Rehe. Hoppala. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass die Maustaste einfach vorzeitig loslässt. Ich weiß nicht, wodurch das kommt. Ah, jetzt habe ich kein Messer. Aber ich habe genug. Dings, ich kann mein Messer craften, genau. Das habe ich ja versehentlich verkauft. Mein schönes Bronzemesser habe ich versehentlich verkauft. Oh, hier können wir aber auch nochmal Johanniskraut sammeln, wenn wir schon hier sind. Wenn hier gerade schon wieder so ein Feld ist. Wäre ja schade, wenn das alles verkommt. Und uns Geld bringen könnte, ne? Also nochmal einen Stein, den brauchen wir jetzt aber gerade nicht. So. Eisenpfeile sind schon toll. Das muss ich schon sagen.
richtig trifft. Dann gehört der Poppes leider nicht dazu. Oh. So. Einmal Hirsch. Hier ist irgendwo noch ein Eisenpfeil da. Den haben wir nämlich vorbeigeschossen. Das klappt gut. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Punkte wir noch für die Jagd brauchen. Das können wir gerade mal gucken. Fähigkeiten, Jagd. Da brauchen wir noch richtig viel. Und hier. Für die nächste Jagdhütte. Da ist gar nicht mehr so viel. 80 noch ungefähr. Das sind aber auch noch einige Rehe, die wir dafür jagen müssen. Rehe, Wildschweine, Wölfe. Alles so in die Richtung halt. Hasen bringen da halt nicht viel. Johanniskraut kann ich einfach nicht stehen lassen. So wie manche Leute Steine nicht liegen lassen können. So liebe ich es, Johanniskraut zu sammeln. Es bringt halt einfach ein bisschen Geld ein, 0,2 pro Kraut. Und wenn ich da 70 von habe, dann sind das auch 35 Taler. Und 35 Taler sind schon einiges. Ich könnte gerade mal was essen, fällt mir gerade auf. Und noch haben wir ja gebratenes Fleisch dabei. An die Karotten gehe ich natürlich nicht dran. Da wäre es ja zu schade drum. Hier wäre auch ein Gebiet, wo man gut bauen könnte. Einfach weil es halt schön eben ist. Sollten eigentlich auch gucken, dass wir bald heimkommen, ne? Wird schon dunkel. Na. Jetzt. Das geht besser. Haben wir hoffentlich nicht. Guck mal nochmal, ob wir Eisenpfeile. Doch, haben wir. Da ist der eine. Da war noch einer. Ist der durchgegangen? Asis. Ein paar Hasis. So, dann können wir morgen nämlich die Bäume fällen. Sogar passend für ein Feld. Weil ich will ja auch ein Feld machen. Und muss dafür roden. Also von daher passt die Quest hervorragend. Entschuldigung, ich muss so zwischendurch nur ein paar Pilze mitnehmen. Kann man eigentlich ganz gut verwerten mit den Eiern zusammen. Ja. Johanniskraut. Ich lasse es ja schon stehen. Wie spät haben wir denn? Ja, wird Zeit, dass wir heimkommen. Dann werden wir auch nicht mehr groß jagen jetzt. Sondern gucken, dass wir heimkommen sind. Jetzt gerade kurz vor Gustovia. Da sieht man schon die Häuser. Dann haben wir es nicht mehr weit.
bisschen K.O. Aber dann können wir, wie gesagt, am nächsten Tag die Bäume fällen. Dann haben wir die Quest erledigt. Dann müsste ich echt mal gucken, dass ich den Bogen noch krieg. Den Recurve-Bogen, den müssen wir kaufen. Auch noch ein bisschen komisch, dass die immer so irgendwo spawnen und dann zu ihrem Standort schweben. Ich bin mir sicher, das wird auch noch mal irgendwann behoben werden. Achso, das war das, der Unikus da war. Für den haben wir aber ja gerade keine Quest. Steuern sind ja bezahlt. Von daher bleibt nicht mehr viel. Tüdelü, tüdelüdü. Trinken wir noch einen Schluck, wenn wir gerade schon am Wasser sind. Macht Sinn, ne? Bevor wir dann wieder von der Hütte aus los müssen. Unser schon recht imposantes Dorf, würde ich sagen. Oh, wir waren K.O. Hasenfalle 0%. Haben wir genug Stöcke dabei? Zweifelsfall nicht? Nein. Dann machen wir die morgen. Machen wir heute nicht mehr. Ist schon spät, ne? Essen verteilen wir auch morgen, wird jetzt eh nicht mehr gekocht. So, guten Abend, mein Schatz. So, und wir gehen mal pennen. Guten Morgen, mein Liebling. Hallo, Ehemann. Wie geht's unserem kleinen Königreich? Das war's dann wohl. Komm ein anderes Mal. Okay. Also, gibt gerade nichts zu bemängeln. Wenn ich das richtig verstehe. Schaufel muss ich mir jetzt noch holen. Hier können wir mal Kohl und Karotten reinpacken. Dann können die auch wieder Kohlsuppe machen. Kohl und Karotten sind auch alle weg. Wow. So. Dann können wir das auch wieder umstellen auf Kohlsuppe. In der Taverne. Dann machen wir nur noch 40% Fladenbrot. Oder 30% Fladenbrot. 20% Kohlsuppe. Gehen wir da auf 15. So, machen wir das so. Dann können sie da arbeiten. So, wir hatten noch mehr Fragezeichen gerade, oder noch mehr Punkte, sehe ich gerade aufgefallen. Speicher. Achso, das sind die. Die sollten aber insgesamt genug haben. Einfache Schuhe. Produzieren wir überhaupt noch welche? Ja. Ich muss doch im Management bleiben. Einfache Schuhe. Ja, stellen wir noch her. Dann machen wir da mal 10% weniger und machen das mal auf Gleichstand. So. Passt.
Dann brauchen wir Achso, ich muss das oben noch in die Taverne bringen. Das kann ich aber gleich machen. So, das Steinmesser tun wir weg. Das Bronzemesser nehme ich. Kupferhammer, den behalten wir. Das Fleisch muss nicht hier hin. Der Pilz kann aber hier hin. Das Mehl kann auch hier rein, glaube ich. Ja, Mehl kann auch hier rein. Das Leder können wir hier rein tun. Die Federn können wir hier rein tun. Den Stein und die drei Stöcke auch. So, da haben wir noch Fleisch. Das packen wir gerade hier rein. Fleisch. Und die Speisemorcheln. Eier sind 5. Theoretisch könnten wir mal Ei mit Dingsbrat machen. Ei mit Speisemorcheln. Müssen wir gerade mal gucken, wie viel wir davon brauchen. Technologie, Taverne. Ist das die 1? Ne, war Taverne 2. Fladenbrot, Bärenbrei, Rührei mit Pilzen, genau. Eine hölzerne Schale, 3 Eier und 3 Speisemorcheln. Okay. 3 Speisemorcheln. Hier bin ich falsch. Da muss ich hin. 3 Speisemorcheln. So, und dann kann ich auch noch gebratenes Fleisch mitnehmen. Das brauchen wir sowieso auch. Einfach schon zum Essen für uns. Dann brauchen wir noch eine Schale. Dann will ich nämlich gerade mal Rührei machen. Eins zumindest. Hölzerne Schale. Die tut's. Und dann können wir hier nämlich gerade mal kurz kochen. So. Einmal Rühreier mit Pilzen, genau. Würde man ja eigentlich braten, aber. So, packen wir ins Ressourcenlager oder ins Lebensmittellager vielmehr. Dann haben wir einmal noch eine hochwertige Mahlzeit zusätzlich hier drin. Was bringt die? Plus 40, oh ja, das ist doch gar nicht so verkehrt. So, und dann können wir loslegen und 20 Bäume fällen. Wird Zeit. Kurz noch an der Taverne vorbei. Da ist die. Dann können wir die rote Beete und so einlagern, dass die Leute da nicht dran gehen. Das ist dann der Vorteil, wenn man das hier einlagert und nicht im Lebensmittellager. Dann klauen es einem die Leute schon nicht. Zwiebeln, rote Beete. So, dann können die nämlich hier agieren. Ich kann gerade was essen. Eins behalten wir noch. Und dann machen wir hier nämlich ich brauche die Schaufel, brauche ich noch. Ich wusste doch, irgendwas fehlt noch. Wir haben die Schaufel vergessen. Oder ich habe sie vergessen. So, Schaufel. Holzschaufel tut's. Eine sollte auch locker reichen. Muss sie nur gerade noch ausrüsten. Ach, und das Messer kann ich wieder ausrüsten. So. Passt. So, dann können wir nämlich noch Felder machen, wo ich noch mehr Weizen anbauen kann. Den machen wir dann hier.
Dann machen wir den hier, machen wir die hier hin. Hier kann ich gerade mal einen Weg noch machen. Ahornstumpf. So, das ist unser Weg. Dann machen wir hier Platz fürs Feld. Heißt Stümpfe weg. Und Bäume weg. Und Pilze weg. Wobei Pilze haben wir inzwischen genug, habe ich gesehen. Die brauche ich eigentlich nicht sammeln. So, den nehmen wir weg. Schön ist, wenn wir zu schwer werden, können wir einfach das Rundholz in der Palisade verarbeiten. Zack. Zack. Aber einiges an Rundholz können wir ja erstmal tragen. Der muss weg. Na. Zack. So. Oh, wir werden zu schwer. Easy. Das Problem kriegen wir gelöst und wir fangen an zu stinken. Das Problem kriegen wir so schnell nicht gelöst. So. Kann man gucken, wo machen wir das Feld denn von der Größe her? Wir kommen nur bis dort. Dann machen wir hier mal die Stümpfe noch weg. Der muss noch weg. Haben wir erst 4 Bäume gefällt? Okay, da brauchen wir noch ein paar. Da fehlen noch ein paar, ja. Aber machen wir auch mal weg. So ist die Frage. Wenn wir das Feld hier hin machen, dann können wir das bis hier hin ziehen. Dann können wir die Bäume auf jeden Fall noch wegmachen. Ganz definitiv. Wieder 42 Stücke. Da sammelt sich auch einiges an durch die Fällerei. Und wir sind wieder zu schwer. Dann bauen wir direkt, verbauen wir das direkt. Dadurch, dass wir so viele Stöcke haben, reicht es nicht mehr für 18 Holz. Einer. Zwei.
Den machen wir auch mal weg. Hier oben will ich ja noch Häuser bauen. Den lassen wir vielleicht. Gucken wir mal. So, jetzt kann ich hier noch den Weg fertig machen. So, passt. Und dann können wir hier das Feld setzen, ne? Gebäude, Landwirtschaft, Felder. Mal gucken, wie weit ich hier rüber kann. Bis da können wir hin. 15 mal 12, das ist gut. Jetzt ist das weg. Falsche Taste gedrückt. Setzt er das nicht? Habe ich da irgendwas übersehen? Irgendeine Meldung? Weil es ist ja auch nicht rot geworden. So, eigentlich müsste er das machen. Oder bin ich einfach zu dicht an der Palisade? Der setzt es nicht. Irgendwas mache ich gerade falsch. Müssen wir mal weiter wegbleiben von der Palisade. Da haben wir vielleicht nur 15 mal 14 mal 12. Auch nicht. Das wird nicht rot, aber er macht es auch nicht. Verstehe ich gerade nicht. Oder habe ich eine Begrenzung der Felder? Habe ich da irgendeine Begrenzung? Weil er sagt ja nicht, dass ich das hier nicht so anpflanzen darf. Aber er macht es auch nicht. Gebäudelimit? Da sind wir noch weit weg. Habe ich auch ein Felderlimit? Eigentlich nicht, oder? Müssen wir gerade mal gucken. Scheune. Gibt den Dreschboden. Keine Ahnung, wo das jetzt gerade dran hakt. Dann machen wir nochmal ein kleineres Feld einfach. Weil es wird ja nicht rot, also es sagt nicht, dass wir hier nicht bauen dürften. Ist einfach nicht da. Verstehe das Problem gerade nicht. Ich probiere jetzt einfach mal ein kleines Feld. Das macht er. Das Problem. Dann nehmen wir mal 10 mal 10. 10 mal 10 macht er nicht.
Nächster Versuch, 9 mal 9. Macht er auch nicht. 8 mal 8. Jetzt müssen wir uns mal rantasten, sorry. Acht mal acht macht er, okay. Wenn ich dann hier noch ein kleines daneben versuche. Ich weiß gerade echt nicht, wo das Problem lag oder liegt. Machen wir nochmal ein 8 mal 8. Ne, nochmal 8 mal 8 geht nicht. So, das funktioniert. Okay, keine Ahnung, wo das Problem lag. Dann nehmen wir die zwei Felder. Das machen wir mit Hafer voll. Management Feld 9. Da machen wir dann Pflanzenart ändern. Ne, Weizen wollte ich da drauf machen, genau. So, akzeptieren und Feld 10 machen wir auch Weizen drauf. Dass wir davon einfach genug haben. So. Dann haben unsere Leute was zu tun. Hier ziehe ich gar nochmal den Weg hoch. Ich könnte die jetzt natürlich unterstützen, ne? Könnte ich natürlich machen, weil dann kriegen wir auch noch ein bisschen Punkte für Landwirtschaft. Habe ich eine Hacke dabei? Haben wir eine Hacke dabei? Nein, habe ich nicht. Dann holen wir eine. Weil dann kann ich da noch Landwirtschaft ein bisschen skillen. Das ist ja auch kein Fehler. Und wir sollten uns auch noch waschen. Das wäre vielleicht auch noch eine Alternative. Trinken muss ich auch. Dann gehen wir gerade den Bach runter. Dann ist das ein Aufwasch. Dann haben wir getrunken und geduscht oder gebadet. Ja, was das Problem jetzt war, frage ich mich echt. Weil ich habe ja schon Felder in der Größe gemacht. Also die anderen sind ja teilweise größer. Also gebadet haben wir auch. Und dann holen wir mal die Hacke und helfen den Jungs. Ich kann noch ein paar Stöcke rauslegen. Aber ich brauche meine Hasenfalle hier noch, ne? Stimmt. Die bauen wir gerade. Vogelfalle. Hasenfalle, so. Haben wir das auch. Dann brauche ich jetzt meine Hacke. Stöcke kann ich hier reintun. Die Rundholz auch gerade mal, die Federn sowieso. Nehmen wir die Bronzehacke. Die haben wir, glaube ich, eh schon benutzt. Und dann eilen wir und helfen unseren Jungs. Also Felder haben wir jetzt eine ganze Menge. Aber wenn ich hier so sehe, was die so durchjagen an Nahrung. Holla die Waldfee. Da brauchen wir auch eine Menge. Hi. Entschuldigung, wenn ich so um dich rumhacke.
Das war jetzt echt merkwürdig mit dem Feld. Aber gut, jetzt haben wir zwei Felder mit akzeptabler Größe. Geht ja auch so, ne? Die Frage, was günstiger ist, wenn wir zwei kleinere Felder haben oder ein großes. Rein von den Steuern her, meine ich. So. Hier helfe ich auch gerade. Ich arbeite dir einfach entgegen, mein Lieber. Und dann könnt ihr hier schön Dünger drauf verteilen und Weizen säen. Wahrscheinlich müssen wir mal wieder Weizenkorn holen, ne? Fürchtig. Ich weiß nicht, wie viel der davon schon verarbeitet hat. Hack die Hack. So, du hast die Ehre, es zu vollenden. Sehr schön. Das sieht doch, ah, der verteilt schon Dünger drauf. Sehr gut. Und wir müssen noch Bäume fällen, ne? Fällt mir gerade ein. 14 noch. Gut, dann fällen wir noch. Mit der Axt geht's besser als mit der Faust. Die Stümpfe lasse ich mal, weil da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob hier oben noch Häuser oder Felder oder irgendwas hinkommen. Gucken wir nochmal. Entschuldigung. Tü-tü-tü. Aber die Bäume kann ich hier auf jeden Fall mal fällen. Brauchen wir nämlich nur noch die Stümpfe wegmachen für den Fall der Fälle. Sind außer Puste. Zack, zack. Sagt unser Gewicht. Ja, wir können gerade nochmal wieder die verarbeiten. Das sagt unser Gewicht. Hälfte der Bäume haben wir, das ist doch schon mal was. So. Machen wir da aber auch noch. Wie gesagt, das würde ich wahrscheinlich mit dem Dorf noch hin, weil hier ist das einigermaßen eben. Und dann ist das kein Fehler, wenn wir hier die Bäume gefällt haben. Und wenn wir es nicht machen, nicht hier hin, also nicht hier hochsiedeln, dann wachsen sie ja sowieso wieder nach. Von dem her ist das dann auch kein Drama. Bären sammeln nicht. Rundholz, Rundholz, Rundholz. Ich kann gar noch einen Happen essen. Braten das Fleisch für mich. Warum habe ich denn... Ach so, Vogel.
Ich habe mir die Vogelfalle geräubert oder geleert. Stimmt ja. So. Der ist nicht wirklich gefallen, aber egal. So. Gewichtstechnisch, ja, können wir. Bevor wir wieder so schwer sind, weil noch einen Baum kriegen wir nicht unter. Definitiv nicht. Maximal ein Rundholz hätten wir noch runtergekriegt. Den können wir auch noch fällen. Oh, wir sind außer Puste. Hoppla. Muss mal gucken, wie weit wir die Felder eigentlich noch hochziehen können, ohne dass wir zu weit weg sind von der Scheune. Ich weiß nicht, wie groß der Abstand sein darf. Ich weiß, dass es eine Grenze gibt. Also da sind wir definitiv begrenzt. Aber ich kann gerade nicht sagen, wo die Grenze liegt. Aber wir bekämen es angezeigt in dem Fall. 16. 4 müssen wir noch. Die sollten wir heute auch noch schaffen. Das sollte... Oh. Das ist zwar schon stumpf. Und ein letzter noch. Hier stehen auch noch. So. Quest erfüllt. Machen wir das gerade alles zu Rundholz. Ach so, hier den. Der ist es ja, der mir hier gerade im Weg rumliegt. So, ich glaube, das sind dann alle, ne? Das müssen wir kurz morgen dann holen. Wobei, wenn wir das so machen können. Da ist noch Rundholz. Da liegt noch Rundholz. Das sind ja nur noch die paar Stämme. Dann haben wir die eigentlich auch verarbeitet. Da ist noch Rundholz. Da ist eine Truhe, ja. Aber passt. Dann sind wir jetzt auch fertig. Dann verarbeiten wir die gerade noch und dann haben wir das durch. Ein Rundholz fehlt noch. So. Da fehlen noch 4. Das ist mir jetzt aber egal.
Wird Zeit, dass wir heimgehen. Wie weit sind die hier gekommen? Ah. Okay, sie haben angefangen Weizen, Dünger drauf zu machen und umzuhacken. Gut. Aber die haben ja Zeit, wir haben gerade Halbzeit. Also da haben wir noch ordentlich Luft. Allerdings müssen wir das Ganze auch mit Essen irgendwie überbrücken, ne? Oh, und wie ich sehe, ist die Zeit auch um. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.